Hallo Internet! Hier ist wieder Bacon Zack für euch und im Schlepptau habe ich eine kleine schöne Ankündigung für euch. Es geht mal wieder um Super Smash Bros. Vor Nintendo Wii U. Denn wie einige von euch mitbekommen haben, eventuell zumindest, war ich dieses Jahr im August auf der Gamescom und habe dort am offiziellen Messestand von Nintendo die Smash Bros. Kämpfe kommentiert und so ein bisschen die Leute bespaßt. Was ist denn mit Link los? Und Nintendo hat sich anscheinend gedacht, du bist ein sehr, sehr geiler Kommentator. Wirklich klasse, wie du das machst. Und aus diesem Grund hat Nintendo mich schon wieder gefragt, ob ich nicht ein bisschen für die kommentieren möchte. Und da habe ich mich natürlich nicht lumpen lassen und habe gesagt, wenn ich Zeit habe. Und natürlich habe ich mir die Zeit dafür genommen und deswegen könnt ihr euch jetzt freuen auf das Ultra Smash 2014. Das Ganze wird sogar offiziell von der ESL veranstaltet und ist Teil der EPS 2014 Winter Finals und wird am 12.12. in Köln stattfinden. Für diejenigen unter euch, die jetzt nicht wissen, was das ist ein großes Turnier, wo Topspieler des E-Sports zusammenkommen und sich virtuell auf die Fresse hauen. Unter anderem in FIFA, League of Legends und CSGO. Wie könnte man das Ganze jetzt noch cooler machen, fragt ihr euch? Ganz einfach. Das Ganze wird natürlich auch live im Internet übertragen, über Twitch, da die ESL Finals immer übertragen werden. Und das heißt für euch jetzt zu Hause, ihr könnt mir live dabei zusehen, wie ich die Smash Brothers Matches kommentiere und die Leute da so ein bisschen bespaße. Wenn der Termin näher rückt, werde ich euch natürlich auch einen Link zur Verfügung stellen, den ihr euch dann ansehen könnt. Da, 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 da. Nein, nicht so einen Link. Okay, ich geb's zu, der war schlecht. Ich werde euch den Link dann bei nahendem Event dann natürlich zur Verfügung stellen. Und da das Ganze live ist, können die Zeiten natürlich grob abweichen. Aber geplant ist, dass ich um 17 Uhr bis 17:30 Uhr ein Take habe und dann nochmal von 20:30 Uhr bis 21 Uhr. Also würde ich mich sehr freuen, wenn ihr natürlich einschaltet und euch das Ganze anseht. Und das könnte mir nämlich helfen bei meinem Rise to Internet Domination. Wie gesagt, ich würde mich ultra freuen, wenn ihr euch das ansehen würdet, um mich zu supporten. Ich werde euch dann in naher Zukunft noch weitere Informationen zukommen lassen. Und bis dahin würde ich sagen, let's get ready to rumble! Noch eine Sache, bevor ich dann wieder aus eurem Internetbrowser verschwinde. Ich habe jetzt mein Let's Play von Batman Arkham Asylum abgeschlossen. Und jetzt stellt sich mir natürlich die Frage, was soll ich als nächstes Let's Playen? Was hättet ihr da gern? Soll ich zum Beispiel Metal Gear Solid Ground Zeroes für die PS4 Let's Playen? Oder soll ich mich Batman Arkham City annehmen, der Fortsetzung von Batman Arkham Asylum? Oder soll ich ein mysteriöses, komplett bescheuertes Überraschungsspiel machen? Mit einem Klick auf eines dieser drei Bilder hier könnt ihr mir sagen, was ich als nächstes Let's Playen soll. Und ich bin natürlich tierisch gespannt darauf, was ihr denn so gerne hättet, was ich als nächstes Let's Playe. Deswegen klickt schnell! Ich werte das dann aus und dann folgt in Kürze ein neues Let's Play von mir. Bis dahin sage ich Dankeschön fürs Klicken, Dankeschön fürs Zusehen. Schreibt euch den 12.12. auf, es wird wahrscheinlich ein hammergeiles Event. Und bis dahin sage ich Hauense Bauense und Tschö mit Ö!